So, moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Seit der letzten Folge hat sich so einiges getan. Erstens sind wir gestorben bei diesem Endboss. Und zweitens, bei Seas, den Schuppenlosen, glaube ich, hieß er. Und zweitens hat mein Mikro den Geist aufgegeben. Ich musste ein neues Mikro besorgen. Das ist das. Wenn die Einstellungen noch nicht perfekt sein sollten, lasst es mich, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich finde, das klingt ganz gut. Es ist ein bisschen lauter und klarer als das andere Mikrofon. Aber das müsst ihr beurteilen. So, also ich bin hier aufgewacht. Und das ist eine Art Gefängnis. Man kann ja nirgendwo raus. Allerdings stand hier eine Wache. Die habe ich erledigt. Und ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich behaupte mal, es ist für diese Tür. Aber hier hinten sind auch Gegner. Deswegen müssen wir einmal Gegner erstmal töten. So. Okay. Okay. So, aber noch mehr, oder? Oh, okay, klappte nicht. Oh, jetzt hat er mich erwischt auf dem Rücken. Kriegt ihr beide ein. Doppel! So. Haben wir auch. Heilen wir uns mal kurz. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Hier sind zwei Türen. Einmal ist hier eine Gittertür, wo wir rausgehen können. Und hier drüben meine ich auch. Aber ob ich dafür den Schlüssel auch benutzen kann, das weiß ich gar nicht. Probieren wir es mal. Ne, die ist verschlossen. Also es geht nur für diese eine Tür. Nicht so schlimm. Bäm. Gehen wir hier raus. Ja, also gegen den Boss hatten wir keine Chance. Wir sind sofort gestorben, weil er diese Eiswellen gemacht hat. Oh. Verziehen. Okay. Neue blöde Viecher, die sich da unten rumplagen. Na gut, wir können nach oben oder nach unten gehen. Dann gehen wir erstmal nach oben. Hier ist eine Leiter, da gehen wir auch hoch. Oh, kommt der denn mehr her? Nur ein bisschen beeilen. Was will, wenn ich runterrutsche? Knallt der runter? Nee. Okay, er kann mich dann treffen. Das ist natürlich schlecht. So. Dieser Ton ist ja sehr, sehr nervig. Kann man hier rein? Auch verschlossen, war ja klar. Aber ich kann hier längs gehen. Den Geheimweg? Nee. Warum kann man hier längs gehen, ist die Frage. Kann ich hier runterfallen lassen? Okay, hier drauf kann ich auch fallen. Und tatsächlich ist hier noch ein Weg. Wir heilen uns mal ganz kurz. Alter, ist der Ton nervig. Das müssen wir unbedingt ausstellen. Sonst werden wir wahnsinnig hier. Putz einer Maid. Weißer Sionsring. Okay. Wofür ist denn der weiße Ring gedacht? Gewährt zusätzlichen Zauberslot. Achso, okay. Heimgang? Nein. So, hier geht's weiter. Da kann man runterfallen. Ah, da kommen wir runter zu unserem Feuerschrein. Und hier gibt's nichts. Okay. Ich kann mich da runterfallen lassen, dann wäre ich wieder bei unserem Feuerbahn. Aber das machen wir jetzt nicht. Oder muss ich wahrscheinlich, weil ich komme längst woanders hin. Doch, ich kann mich hier runterfallen lassen auch, ne? Okay, wir müssen uns eingeboost, aber da können wir uns schon heilen. Oh, oh. Okay, die kennen wir noch nicht. Okay, die sind aber auch nicht so gefährlich anscheinend. Was sein, die kriegen einen. Oh. Okay, wenn sie treffen, treffen sie gut. Okay. Ah. Recht viele. Jetzt müssen wir unten mal runter und diesen fürchterlichen Ton ausmachen. Der treibt mich in den Wahnsinn. Bin schon kurz davor, den Ton an meinen Kopfhörern auszumachen. Nur weil ich den Scheiß nicht hören muss. So, hier ist noch eine Tür. Können wir bestimmt aufmachen. Yes.
Okay, guck mal, was hier noch drin ist. Nix. Nix, nix, nix. Aber ist ja trotzdem noch ein Geheimgang hier irgendwo. Nein. Behauptet, dass man den Boss nicht besiegen konnte. Den Schuppenlosen. Weil es einfach so dazugehörte. Naja, es ist aber auch eine kleine Bibliothek. Der Typ liest wohl viel. Verschlossen. Alter, ist das laut. Oh, ich wollte mich gar nicht heilen. Naja, zu spät. Schild. Hier ist noch eine Tür. Aufmachen. Da geht's runter. Öffnen wir runter. Ah! Gut. Hier liegt jemand. Archivzellen-Extraschlüssel. Aha, okay. Vielleicht für die Türen, die wir vorher nicht aufmachen konnten. Nein! Nein, 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 nein! Oh! Heieiei. Da haut das Ding aber rein. Also, zu dicht dran darf man nicht. Nein, jetzt bin ich tot. Schade, schade, schade. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Da können wir ja schnell wieder hinlaufen. Heieiei, das kloppt aber rein, wa? Okay, die sind nicht gefährlich, aber nah dran sind sie der Horror. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, bin nicht so weit weg. Geh mal raus. Hä? Wollen gar nicht zu mir. Warum wollen die da hoch? Warum wollen sie denn unbedingt da hoch? Na, lassen wir die da aufklettern. Keine Ahnung, was sie da oben wollen. So, wir müssen zu unseren Sachen wieder da unten sind. Und aufpassen, dass die jetzt nicht wieder runterkommen und uns in den Rücken fallen. Jetzt können wir die anderen Türen natürlich auch mal ausprobieren. Töten sie alle? Wir töten sie alle. Obwohl, war da oben nicht auch noch eine Tür? Die wir nicht aufmachen konnten? Die sind da, sind wir runtergesprungen? Ne, war da nicht, ne? Okay. Das ist ein riesen Archiv, muss man sagen. Ah, hier ist eine Tür. Vielleicht können wir die aufmachen mit dem anderen Schlüssel, den wir bekommen haben. Wissen wir mal. Archiv, Extrazellenschlüssel, okay. Liegt noch jemand? Große Seele vom Ehrenwettenritter. Danke. Der ist wirklich sehr ehrenwert, denn er hinterlässt uns ja seine Seele. So. Blöder Typ. So. Da hinten sind wir runtergehüpft und konnten dann hier rausgehen. Hier sind unsere Sachen. Oh. Ja. Blöder Penner. Ah. Mit. Gerades Kristallschwert. Nicht so schlecht. Das sind ja die Sachen, die immer, wie ich gehört habe, die man nicht reparieren lassen kann. Wo ist es denn? Ich höre auf jeden Fall dieses Summen da oben nicht mehr. Das ist ausgemacht worden. Wahrscheinlich kann derjenige das immer wieder summen, dass da immer wieder Viecher kommen. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir den ja irgendwie aufhalten. So, wir heilen uns mal kurz hier. Weil die uns ja wirklich die Hälfte des Lebens wegklauen, wenn sie uns schnappen. Nee, nur wenn das Ding läuft, kommen sie wahrscheinlich. Gehen wir mal direkt. Wir gucken uns erstmal hier unten um. Wo wir irgendwo hochgehen.
welches Geheimnis diese Bibliothek wohl verbirgt, weil das sieht so aus, irgendwas verbirgt die doch garantiert. Aber man kann hier auch rumlaufen, wie man will. Ich könnte jetzt gegen alle Dinger kloppen. Ich glaube, einen Geheimgang würden wir jetzt nicht unbedingt finden. Aber es gibt hier bestimmt einen und ich werde ihn bestimmt übersehen, aber so ist es denn. So, wir werden da vorne jetzt mal die Dings hochgehen. Die Leiter. Sie kommen nicht, weil sie wahrscheinlich auf ihren Sound warten. Den wir wahrscheinlich auch abspielen lassen können. Von der Seite. Behaupte ich mal, damit wir die da rausgelockt bekommen, weil im Hintergrund habe ich schon gesehen, da liegt ein Item, welches wir bestimmt holen können. Der Wolke. So. Okay, alle tot, aber wir müssen uns trotzdem mal heilen. Denn die haben uns doch ordentlich zugesetzt. So. Schlangenschwert. Okay, was ist denn hier? Wir machen eine Kiste. Okay, ich habe gelernt bei den Kisten, hat mir wieder ein netter User gesagt, nur auf die Ketten achten. Ist die Kette nach hinten? Ist es okay? Ist sie nach vorne? Ist sie schlecht? Weiß ich nicht mehr. Ja. Also wenn die Kette rechts nach vorne zeigt, ist es meistens ein Mimic. Tiny. Riesentürschlüssel. Gut, den brauchen wir wahrscheinlich für unten. Sollen wir das Ding blasen oder können wir die unten auch direkt killen? Was ist einfacher, ist die Frage. Was ist einfacher? Ich versuche das erstmal unten. Und wenn nicht, versuchen wir es anders. Wir können sie aber versuchen, mit dem Bogen rauszulocken. Nein, ich versuche immer, ich nehme mein Heilding, wenn ich... So. Zurück. So geht's ja auch. Ich muss nicht daran, wenn wir Schaden machen. Schläft wohl. Na gut, nehmen wir das mal hier vorne ein. Was soll denn das? Versteckt ihr euch? Von mir? Bist du doch nicht verstecken.
Alter Schwede, sind das viele. Na gut. Nervt doch ein bisschen, ne? Dauert aber schon lange. Okay, machen wir händisch. So. Wunder, gnädiges Sonnenlicht, okay. Verschlossen. Kann man nicht rein. Ich dachte, das wäre der Schlüssel von oben gewesen. War da aber anscheinend nicht. Okay. Jetzt haben wir natürlich mehrere Schlüssel. Wo müssen wir denn rein, ist die Frage. Hier irgendwas? Okay. Gehen wir nochmal nach oben kurz. Habe ich oben was übersehen? Kann ja gut sein. So geil, dass die Schatten von den Monstern durch die Mauer entscheiden. Ja. Hat richtig böse Schatten. Achso, wir können auch hier nochmal reingehen. Da waren wir gar nicht drin. Fällt mir gerade ein. Hier können wir auch nicht viel weiter, weil da kommen wir nicht durch. Okay, was passiert, wenn ich das Ding hier läute? Machen wir doch mal. Weiß nicht, der Sound ist nur einfach widerlich und nervt. Wir gehen nochmal ganz oben die Leiter hoch, wo die beiden Viecher auch hingelaufen sind. Vielleicht ist da ja noch irgendwas, was wir übersehen haben. Kann ja gut sein. Will ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass ich nicht was übersehen habe. Okay, okay, okay. Halt, warte mal. Was ist das nicht hier aus unserer Feuerwand? Und die Tür haben wir noch gar nicht geöffnet. Und zwar die hier hinter. Die wir vorher nicht öffnen konnten. Oh, jetzt mal. So, hier war auch eine Tür, ne? Da. Okay, die können wir öffnen. Und man kann auch irgendwie da runter landen, glaube ich. Gut. Da liegt schon mal jemand. Das ist immer gut. Seele eines Ritters. Und hier können wir jetzt... Also, da kommen wir auch nicht. Aber hier vielleicht? Nein. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich hätte den Ton mal nicht anmachen sollen. Der nervt wirklich tierisch. Mal runterfallen. Jetzt hier weiter. Nicht wirklich, ne? Ist ein bisschen nervig. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, nehmen wir mal zurück. Weg. Nee, wie komme ich da jetzt zurück, ohne zu sterben? Hör mal auf. Kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Wahrscheinlich, ne? Aber hier? Gibt es ja nur eine Plattform. Da runter, da geht's richtig tief runter. Hier geht's auf die Plattform? Nein. Oh. Ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber irgendwo müssen wir ja rauskommen da. Kann ja nicht sein, dass wir da nirgendwo rauskommen. Bin gespannt. Muss ja irgendwo in der Nähe sein.
So. Okay, wir waren, also da ging es ja nicht weiter, also wir gehen nochmal höher. Oh, warte. Okay. Ach man, dieses scheiß Heilen. Diesmal ist das Heilen weg. Oh! Ich habe einen Backstep gemacht, das erste Mal. Wie cool ist das denn? So, er rennt da hoch, dann müssen wir auch da hoch. Ich weiß nicht, was da oben ist, aber wir rennen jetzt auch da hoch. Wir waren ja schon da oben und haben aber nichts Tolles entdeckt da. Aber da wir jetzt alle Schlüssel haben, muss es ja irgendwas geben da oben, was uns helfen kann. Ei! Mal wieder runter, der Heini. Weiß auch nicht, was er will. Okay. Aufpassen. Gehen wir mal hoch. Also irgendwie ist uns dieses Archiv doch entkommen. Ich habe jetzt keine Lust, alle Bücherregale abzuklappern, bis ich dann ein Geheimnis finde. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist. Ach, warte mal, wie können wir die Tür jetzt hier öffnen? Wir haben ja einen Riesentürschlüssel. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ei. Ist denn auf mich? Ganz kurz mal. Wenn einer auf uns schießt, da hinten, okay. Dann war da noch irgendwas? Nee, ne? Gut. Dann geht's in diese Richtung weiter. Immer wieder begeistert, wie cool das hier alles aussieht. Wie sich die Farbe des Settings auch ändert. Okay, da ist wieder so ein Heini. Und nicht nur einer anscheinend. Alter. Okay. Das sind zwei, glaube ich. Da müssen wir schnell reagieren. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht. Da oben ist noch einer, müssen wir kurz warten. Da oben müssen wir irgendwie hochkommen erstmal. Mal kurz um hier. Da hinten geht's. Einmal außen rum können wir nicht. Wir müssen erstmal hier durch. Hier geht's auf jeden Fall runter, aber wir gehen erstmal geradeaus weiter. Und werden uns hier drum kümmern. Oh oh. Okay. Und kurz was? Dann holen wir ihn. Da geht's hoch. Hier ist man geradeaus weiter. Was war hier denn? Da ist eine Tür. Da kommt schon wieder einer. Okay. Ja, du. Bin ich schon mal weg? Muss kurz heilen. Eieiei, das ist auch eine Riesenbibliothek. Das ist wirklich, mein Gott, so viele Bücher kann kein Mensch auf der ganzen Welt haben. Quatsch. Hier ist aber nichts. Außer... Nix. Okay. Gehen wir mal hier hoch.
Okay, ich würde mal sagen, mit diesem Ding kann man alles bewegen hier. Also das habe ich schon gedacht. Muss ich erstmal die andere Seite nochmal angucken. Weil so, wir stand, lassen den erstmal. Gehen einmal hoch und drehen das Ding, das ganze Ding dann nochmal. Oh, ich habe noch gehört, dass da noch einer ihn oben gezogen hat. So. Hier ist auch nichts. Warte, hier was drin? Nein. Mal auf der anderen Seite. Hier zwar nichts, aber... weiß ja nichts. Guck mal, hier liegt das Buch schief. Das bedeutet, hier ist eine Geheimtür. Nein. Okay. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt am besten längs gehen können. Jetzt werden wir das Rad nochmal drehen und auf die andere Seite durchforsten. Da kommen wir auch rüber zu dem komischen Mönch, der uns da umbringen will. Behaupte ich mal. Steht da eine Kiste? Habe ich die gerade eben nicht gesehen? Oder ich war vielleicht noch gar nicht auf der Seite, das könnte ich auch sein. Was? Ah, guck mal hier. Kiste. Kette nach hinten bedeutet, das ist eine Kiste, ne? Onkel Titanit, perfekt. Ist auch eine Kiste da drüben auf der anderen Seite? Wir gucken. Glaube nicht, ne? Nope. So, jetzt sind wir ganz nach oben. Hier, wenn was ist. Ah, ich wusste das. Kiste sehe ich nicht. Aber ein Pfeilschießer. Ist auch noch sehr schnell, finde ich. Ach, da hinten ist auch noch einer mit Fallen. Hier ist irgendwas hier? Nö. Ich bringe trotzdem mal lieber ein Getränk. Kleiner Schluck aus der Buddel. Und weiter geht's. Da drüben ist der Mönch. Lass uns aber erstmal um den pfeilschießenden Spinner kümmern. Ist nichts. So, da drüben ist er. Wie kommen wir da rüber, ist die Frage. Mit einem beherzten Sprung? Anscheinend. So. Okay, war hier noch irgendwo ein Pfeil? Schießer? Wissen wir nicht. Aber da drüben ist auf jeden Fall eine Kiste, glaube ich. Yes. Kette nach hinten, wir können aufmachen. Zauberschild stark. Okay. So, hier wäre auch wieder ein Knopf. Das heißt, wir können das gleich nochmal drehen hier. Sieht immer so aus, als irgendwas dahinter ist, oder? Hinter dieser Wand? Oder ist nichts? Hier? Nein. Gut. Dann drehen wir mal an dem Port. Das ist das nächste Nebeltor zumindest. Gucken wir uns das erstmal oben an. Bevor wir unten gehen. Achso. Sind wir runtergesprungen, stimmt. Das heißt, hier waren wir ja schon. Und da kamen wir ja nicht ran.
Oder? War auf der Seite auch schon? Bin mir jetzt gar nicht so sicher gerade. Okay, das ist natürlich blöd. Wie kriegen wir ihn denn da erledigt? Ohne selbst drauf zu gehen jetzt halt. Ich treffe ihn nicht. Jetzt aber. Da. Okay. Hier gehen wir hin. Hier können wir auch runter. Gehen wir erstmal hier runter, bevor wir da durch dieses Tor gehen. Wo wir hinkommen. Ah, das ist eine sehr lange Treppe. Leiter. Diesen Leuchtfeuer, das ist natürlich gut. Nehmen wir das. Mal hinsetzen. Rüstung verstärken. Nein, Ausrüstung reparieren. So. Gut, haben wir ja alle unseren Scheiß zusammen. Das ist auf jeden Fall eine Abkürzung hier irgendwie. Irgendwo hin? Keine Ahnung. Erstmal wollen wir uns hier den Raum mal angucken. Und hier waren wir noch nicht. Okay. Das hier oben sieht auch aus wie ein Mechanismus. Aber weiß man noch nicht, ob wir das mit was anfangen können. Da sind wir ein Zahnrad in der Säule drin. Oh. Hallo. Halt doch mal still. So, wir schauen uns erstmal hier oben um. Durch das Nebeltor können wir immer noch gehen. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Feuer. Ja, die Feuerstelle hier, damit man schnell da hinkommen kann zum Boss. Natürlich sehr nett. Aber ich höre schon wieder so einen Magier schießen. Akku. Hier haben wir auf die andere Seite. Kann er natürlich versuchen zu heilen, so viel er will. Solange wir den platt machen können. So, da ist noch einer, den nehmen wir auch noch schnell mit. So. Also noch viel mehr, aber ich glaube, wir kümmern uns erstmal um den Typen hier oben. Wenn wir den kriegen hier durch, ich weiß das gar nicht. Ah. In den Gang rein. Okay, warte mal. Okay, wir wollen uns. Der nervt mich so ein bisschen da oben. Den will ich gerne haben. Aber ich komme da eh noch nicht hin, oder?
Da ist noch einer. Ein Spack, wo ist er hin? Da hinten. Tanzt da rum, der. Ich glaube, du spinnst. Oh. Oh. Alter, war der schnell auf einmal. Na gut. Gut, dass wir die Feuerstelle unten erwischt haben. Wir wieder da anfangen. Das war da nicht so weit. Aber da habe ich ihn unterschätzt. Ich wusste ja, dass sie viel Power haben. Ich habe die ja schon mal getroffen. Aber naja. So, gehen wir mal hier rein. Ja, müssen wir also die Leute killen, die hier sind. Ich gerade so ein bisschen. Betreibe ich es gerade so ein bisschen hier? Merke ich gerade. Ja. Also, was? Da gehen wir nochmal schnell zurück zum Feuerbandschrein. Hier zum Feuerschrein. Und. Resetten. Und dann holen wir den da oben einfach mit dem Bogen runter. Jo, und gleich mal zurück. Wieder falsch gemacht. So. Was ja alles kaputt war. Halt. Was denn da so schön ist? Waldschwert. So, hier geht's nicht längs, aber auf der anderen Seite war das, ne? Da müssen wir schon ein bisschen bemühen hier. Okay, da trifft er mich. Irgendwo, wo mich nicht trifft. Ich muss einmal zu heilen kurz. Vielleicht. Oh, da ist eine enge Kiste. Hier trifft er mich jedenfalls nicht. So, jetzt eine Etage höher. Ach Mann. Mal kurz mal. So. Und los geht's wieder. Ah!
noch einmal. Okay, hier ist jetzt mal alles frei. Lass uns mal um den Mönch da hinten kümmern, der da steht und meint, er ist der Geilste. Angry gemacht. Vielleicht können wir trotzdem irgendwie noch hinbekommen. Dance da ein bisschen. Ah, nicht im Rücken. So. Hier hinten nochmal hin. Gesehen hat? Nein. Also zu dem da hoch. Wie kommen wir zu dem da hoch am besten? Von hier aus gar nicht, sondern nur vom Nebenraum aus. Okay. Gut. Die sind schon sehr nervig, die Viecher. Weil die wirklich, wenn die treffen, dann treffen die richtig hart. Was sehr ärgerlich ist. So. Erstmal gucken wir uns hier oben um und dann drehen wir das Ding. Ah, jetzt habe ich zwei. Jetzt ist hier drüben auch noch einer. Oh nein. So, den kriegen wir jetzt noch nicht. Den kriegen wir gleich erst. Uns auch gleich. Wir rennen mal hier rüber. Hier irgendwas liegt. Truhe oder so. Nein. Hallöchen. Bogenschütze da hinten, müssen wir schon aufpassen. Eine Truhe oder sowas? Nee. Gut. So, da drüben wissen wir auch, ist der andere Mönch. Hier auch nix. Da drüben ist Bogenschütze. Mal gucken, wo der Mönch ist. Ja, wir müssen ein bisschen beeilen hier. Gucken wir mal, ob hier irgendwo eine Truhe noch liegt, aber hier liegt keine. Der Mönch weg? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. In den falschen Raum. Nein. Ich bin wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Sehr gut. Gut. Hier mal längs. Gut, dass mein Schwert so eine lange Reichweite hat. Ja.
So, ich bin mir nicht 1000% sicher, aber zu fast 1000%, dass wir hier natürlich schon waren. Genau. Das ist die Abkürzung, genau. Also müssen wir da noch zurück. Da habe ich mich ja gerade irgendwie verfranst. Ist ja aber kein Problem. Gehen wir schon wieder hin. Bin ich irgendwie verkehrt hier? Weiß es gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu... wie soll man sagen? Zu wehr. Komm, das Ding drehen wir nochmal. Ich gerade zu wehr. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Naja. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Gegner noch, das heißt... Ne, ist kein Gegner, ist ein Toter, der liegt einfach nur so rum noch. Geht's auch nirgendwo hoch? Wir müssen ja wahrscheinlich höher kommen, aber wie kommen wir denn noch höher, ist die Frage. Hä? Irgendwie... habe ich mich verlaufen. Aber sowas von. Ist nicht schön. Gehen wir noch eine Etage tiefer. Hier mal nochmal um. Machen wir auch nicht nirgendwo drin. Mhm. Ja, irgendwas Geheimmäßiges. Jetzt sind alle Bücher durch hier. Ah. Da gehen wir rausgekommen. Mal hier nochmal reingucken. Riesenzellenschlüssel, okay. Hier können wir hier was aufmachen. Machen wir noch mal. Eine Treppe. Wo wir runter gehen. Kann man hier noch zwischen gehen? Da gucken wir noch mal rein. Auch eine Truhe, die man gefahrlos öffnen kann. Kristallgut. Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Und? Kann man auch gefahrlos öffnen? So. Wir gehen jetzt hier runter. Da kommt schon jetzt der Gegner. Okay, hier wird ordentlich was gebaut. Das ist ein Geheimgang. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Und ich. Okay, okay. Hier ist ein graues Tor, da gehen wir mal durch. Müssen wir so oder so, also von daher. Was da jetzt auf uns zukommt. Okay, jetzt sind wir draußen. Okay, aber die Uhr sagt auch schon wieder 50 Minuten. Das heißt, wir machen ab hier eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.